die Politik im Freistaat Bayern steht der Energiewende eher im Wege, als dass sie diese befördert. Die Staatsregierung tut das, was sie am liebsten tut, nämlich den richtigen Zeitpunkt verschlafen. Man gewinnt immer mehr den Eindruck, dass man es eben nicht zur Chefsache macht. Und das verstehe ich nicht, denn die Energiewende hat man groß angekündigt und sie ist wichtig. Vergessen, verschlafen, vergeigt. Obwohl der Atomausstieg beschlossene Sache ist, kommt die Energiewende in Bayern einfach nicht voran. Unverantwortlich finden das die Freien Wähler und haben deshalb bei ihrer Frühjahrsklausur in Ingolstadt neue Konzepte für die Energiewende entwickelt. Markus Reichert ist der handwerkspolitische Sprecher der Freien. Er kommt aus Ingolstadt und hat die Klausurtagung dieses Mal organisiert. Energie ist unser Motor, wenn man so will, für die wirtschaftliche Entwicklung und natürlich auch für unsere Gesamtentwicklung als Wirtschaftsstandort und Industriestandort in Bayern und in Deutschland. Und Ingolstadt ist einer der Motoren der Wirtschaft in Bayern. Und da ist es nur folgerichtig, dass wir als Landtagsfraktion der Freien Wähler auch vor Ort sind. Für die Freien Wähler ist klar, wenn die Atomkraftwerke 2022 abgeschaltet werden, muss die Staatsregierung jetzt die Weichen stellen. Sonst ist diese wichtige Zukunftsaufgabe nicht zu schaffen. Freie Wählerchef Hubert Aiwanger ist überzeugt davon, dass die Energiepolitik neu organisiert werden muss. Wir sind der Meinung, dass in Bayern die Energiewende stecken geblieben ist, leider Gottes. Das heißt für uns, wir fordern ein Energieministerium, um hier die Kompetenzen zu bündeln. Dieses Durcheinander zwischen den verschiedenen Ministerien, die sich derzeit damit beschäftigen, ist nicht zielführend. Wir fordern außerdem pragmatische Lösungen vor Ort. Das heißt, setzen auf Bürgerenergiegenossenschaften anstatt auf irgendeinen irrealen, nicht bezahlbaren überregionalen Leitungsausbau. Hier werden ja von Summen von 50 bis 100 Milliarden Euro wird hier gesprochen. Das ist definitiv nicht bezahlbar und deshalb die Energiewende wird auch vor Ort stattfinden müssen. Und davon profitieren dann auch die Kommunen und die Bürger vor Ort. Für die Freien Wähler und für Markus Reichert steht zum Abschluss der Klausur fest. Wir haben eine Jahrhundertaufgabe zu bewältigen, so kommuniziere ich das auch zu meinen Handwerkskollegen und in die mittelständische Wirtschaft hinein. Diese Aufgabe ist nur zu bewältigen, wenn wir die Kräfte auch staatlicherseits bündeln in einem Energieministerium. Und ganz wichtig ist, dass wir der Industrie und der Wirtschaft insgesamt die gute gesetzliche Rahmenbedingungen geben. Die Freien Wähler werden jedenfalls weiter dafür kämpfen, die Energiewende in Bayern voranzubringen.